Hallo und herzlich willkommen bei Chiropraktik Leipzig. Immer wieder mal stoße ich auf Übungen, die für viele Leute sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ich dann mal die Zeit finde, wie jetzt gerade, dann mache ich ein kurzes Video über diese Übung. Heute geht es um die Schultern bzw. die Schulterblätter. Denn die Stabilisierung der Schulterblätter in einer sinnvollen Position ist eine sehr, sehr wichtige Vorbedingung für vernünftiges Arbeiten mit den Händen, für auch therapeutische Positionen, gerade Physiotherapeuten, Masseure, auch Chiropraktoren natürlich, auch Leute, die am Schreibtisch arbeiten, Handwerker und natürlich im Sport. Extrem wichtig ist, ich weiß, wie meine Schulterblätter zu stabilisieren sind. Und häufige Fehler, die bei Übungen passieren mit den Schultern, ist, dass oft die Bewegungsamplitude zu groß genommen wird. Man fängt zu weit vorne an, hakt die Schultern quasi aus und zieht dann bis ganz hinten durch. Von der Seite aus gesehen passiert dann auch Folgendes, dass man die Schultern rundet, wenn man anfängt, und dann zieht man und am Ende schiebt man noch den Kopf gegen und das Kinn nach vorne und so werden dann die Wiederholungen gemacht. Das Problem ist, ich beginne hier in einer instabilen Position mit den Schulterblättern, um dann, wenn ich hier nicht weiterkomme, meinen Kopf vorzuschieben und so zu tun, als hätte ich mehr Tiefe in der Übung. Problematisch. Daher versuche ich immer bei diesen Übungen Dinge zu begrenzen. Und zwar in dem Falle das nach vorne Schieben des Kopfes, weil das ist eine besonders unangenehme Variante dieser Übung. Und dazu legst du dich am besten auf den Bauch, wie hier auf diese schöne Matte von Therabody. Auf den Bauch legen, Stirn auf die Matte, die Arme zur Seite und dann die Arme anheben, ohne dass irgendwas anderes passiert. Also Bauchmuskeln anspannen, den Kopf leicht in die Matte drücken, Arme anheben, nur so weit, wie es sinnvoll geht. Das reicht schon oft in der Variante ohne Gewicht. Wenn ich mag, kann ich mir Gewichte dazu nehmen, wie hier diese Welle aus dem Pilates, die wiegt ungefähr 500 Gramm pro Stück. Wirkt nicht viel, aber wenn ich meine Schulterblätter nach unten verankere, anspanne und dann die Bälle anhebe, ist das schon durchaus eine interessante Belastung, die, wenn ich das schön langsam mache und korrekt, weil ich ja hier nicht kompensieren kann, funktioniert das ziemlich gut. Die zweite Gewichtsbelastung, und da ist dann für die meisten, für mich auch, da zum Schluss, sind diese kleinen Scheibchen hier mit 1,25 Kilo. Gleiche gilt, zur Seite halten, Bauch anspannen, Schulterblätter nach unten bringen und anheben. Das ist aufgrund Hebelwirkung schon eine ziemlich ordentliche Anspannung. Das halt machen, um die Schulterblätter zu aktivieren, um die Muskeln an den Schulterblättern zu aktivieren, um damit auch die Brust sinnvoll zu öffnen, einen Gegenpol zu schaffen für die ganzen Tage, die wir hier verbringen, in diese Bewegung öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Übung und ich hoffe, ihr kommt gut zurecht. Wenn nicht, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail und wir versuchen herauszuarbeiten, wo die Probleme liegen. Bis bald!